Heute sprechen wir über Pressedatenbanken. Wie sind gute Pressedatenbanken aufgebaut? Wie funktioniert das Prinzip einer Pressedatenbank? Und vor allen Dingen, was können Sie aus einer richtig guten Pressedatenbank herausholen bei einer Recherche? Steigen wir ins Thema ein. Pressedatenbanken. Ja, der Begriff ist klar. Presse, Tagespresse, Fachpresse, Magazine, Journale, die in Datenbanken, also in elektronische Systeme übertragen werden. In der heutigen Zeit sind die Informationen ohnehin schon elektronisch vorhanden, weil ja an den Arbeitsplätzen auch die Artikel schon eingegeben werden. Früher war es ein bisschen anders. Da ist noch auf vielleicht Schreibmaschinen oder anderer EDV gearbeitet worden. Aber heute ist das alles ein bisschen verknüpft. Aber das spielt nur nebenbei eine Rolle. Wir wollen uns das anschauen am Beispiel der FAZ und picken uns jetzt gemeinsam hier mal einen Artikel raus, um herauszufinden, wie so eine Pressedatenbank aufgebaut sein kann. Damit wir das ein bisschen besser zeigen können, kopiere ich jetzt mal einen Beitrag hier aus der FAZ. Da geht es um die Allianz. Den zeigen wir gleich nochmal als Kopie. Das hat einfach seinen Hintergrund, dann kann man das etwas besser mit dem Aufbau zeigen. Also wie gesagt, den werden wir eben kurz kopieren und dann stellt sich das Ganze etwas einfacher dar, wie eine Pressedatenbank und deren Artikel aufgebaut sind. Hier den Artikel und das ist ein Artikel über die Allianzversicherung und wenn wir uns den genauer anschauen und würden jetzt die Aufgabe bekommen, so etwas in eine Datenbank einzutragen bzw. eine Datenbank dafür anzulegen, dann hätten wir im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, drei Felder, die wir grundsätzlich anlegen können. Das ist zum einen hier oben der Titel, den können wir eintragen. Dann haben wir zweifellos hier zu sehen den Text und etwas versteckt, weil jetzt im Artikel so nicht sichtbar, aber im Kopfbereich der Tageszeitung oder der Wirtschaftszeitung zu sehen, ist das Datum. Das heißt, wir haben schon drei Felder, die in eine solche Pressedatenbank eingetragen werden können. Ja, mit so einer solchen Datenbank könnte man schon mal folgende Fragestellung relativ gut klären. Ich habe hier mal einfach so FAZ-Ausgaben so zusammengestellt. Wann ist ein Artikel zu einem bestimmten Titel, den ich vielleicht noch weiß, zu einem bestimmten Thema erschienen? Das kann ich darüber schon relativ gut auswerten. Damit lassen sich so Fragestellungen zum Beispiel klären. Da war doch mal was. Wo ist es denn? Schauen wir uns die Möglichkeiten, die wir mit dem Artikel noch haben, in Form des Aufbaus einer Datenbank. Wir können den Artikel jetzt inhaltlich auch noch analysieren und hier ist der Mensch noch gefragt. Künstliche Intelligenz wird hier noch so gewisse Schwierigkeiten haben. Der Vorteil mittlerweile durch EDV-gestützte Redaktionssysteme während des Erstellens des Artikels können diese Parameter bereits angelegt werden. Das heißt, solche Datenbanken entstehen eigentlich schon im Herstellungsprozess des Artikels. Fangen wir an. Um was geht es eigentlich unternehmerisch in diesem Artikel? Welche Unternehmen werden im Artikel erwähnt? Wir haben einmal die Allianz und wir haben hier Liverpool Victoria. Das heißt, ich kann durch Herauslesen die Unternehmen analysieren, die im Beitrag erwähnt werden. Denn nicht in jedem Beitrag, in dem Allianz drin steht, geht es um die Allianz. Das heißt, ich kann hier schon ganz intelligente Filter aufbauen. Der nächste Punkt ist, um welche Branche handelt es sich? Versicherung. Zweifellos. Also können wir als Branche ein Feld definieren, Versicherung. Um was geht es in diesem Beitrag? Um was für ein Ereignis? Es geht um einen Zukauf. Mergers and Acquisitions, Joint Venture, Unternehmenskauf. Das wäre ein Ereignisfeld, was wir aufbauen könnten, wo wir bestimmte Ereignisse recherchieren können. Und der letzte Punkt wäre,
Um welches Land geht es? Es geht einmal um Deutschland und Großbritannien. Das heißt, wir würden hier zwei Länder eintragen. Und damit können wir jetzt ganz spannende Recherchevorfälle aufbauen. Diese Aufbereitung und diese Recherchemöglichkeit innerhalb der FAZ-Datenbank jetzt in unserem Beispiel nennt man im Erstellungsprozess inhaltliche Aufbereitung. Der Vorteil ist ganz klar, ich kann sehr zielgerichtet recherchieren. Bleiben wir bei unserem Beispiel der Allianz. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn Ereignisfelder gut aufgeschlüsselt sind, die FAZ nennt das zum Beispiel Facetten, dann habe ich Möglichkeiten zum Beispiel nach Themen wie Arbeitnehmerthemen, Kaufthemen, Marktthemen, Ergebnismeldungen und zu recherchieren. Das heißt, ich kann Auswertungen zum Beispiel fahren, liste mir alle Artikel zur Allianzversicherung, bei denen es um betriebliche Ergebnisse und Marktmeldungen geht, der letzten zum Beispiel 2 Jahre auf. Das werden gar nicht viele Artikel sein, aber das Tolle ist, ich habe das grandios gefiltert. Und hinter solchen Datenbanken stecken dann, wie am Beispiel der FAZ, solche Handbücher. Da sind nämlich die entsprechenden Felder definiert und auch genau erläutert. Bedeutet, man muss sich mit den Datenbanken schon etwas intensiver auseinandersetzen und man sieht, es kommt weitaus mehr raus, als wenn man nur einen Titel, einen Text und ein Datumfeld hat. Das war bislang jede Menge Papier. Schauen wir uns das Ganze jetzt elektronisch mal an. Wir befinden uns jetzt im Datenbank-Host Genios in der FAZ-Datenbank und haben einfach über die Suchverknüpfung Allianz und Victoria uns mal diesen Artikel herausgesucht. Den ziehen wir jetzt mal über den Kauf-Button und sehen jetzt die elektronische Variante des Artikels und vor allen Dingen die inhaltliche Aufbereitung, nämlich welche Felder zusätzlich dazu angelegt worden sind. Und das ist jetzt das Schöne, wir haben jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel nach der Branche zu recherchieren. Das gibt uns alleine auch schon Genios vor als kleine Hilfe über ein Rollmenü, dass wir jetzt sagen, uns interessieren Artikel aus der Versicherungswirtschaft und erhalten jetzt eine Übersicht, eine Trefferliste zu Beiträgen aus der Versicherungswirtschaft. Das heißt, wir müssen keinerlei Schlagwörter und Verknüpfungen bemühen. Wir können relativ gut mal eben schnell eine Branchenübersicht abrufen. Viele Entscheider klagen darüber, dass sie nicht viel Zeit haben und schnell und auch punktgenau Ergebnisse benötigen. Das ist zum Beispiel so ein Ansatz, wie man wirklich ganz zielgerichtet filtern kann. Hier können Sie Suchsysteme wie Google News komplett vergessen. Diese Möglichkeiten bieten sich hier nicht. Vollkommen mal davon abgesehen, dass Quellen wie die FAZ dort gar nicht so in der Bandbreite eingelesen sind. Top-Entscheider kommen an Fachdatenbanken gar nicht dran vorbei. Es liegt an Ihnen, ob Sie effizient recherchieren wollen oder ob Sie im Mainstream irgendwo mitschwimmen. Und deren Artikel aufgebaut sind, wenn wir keinen Papierstau hätten.